Und damit herzlich willkommen zurück bei A Plague Tale. Hinter uns das Buch, worauf wir schon so lange gewartet haben. Nach dem gemeinen Cut in der letzten Folge werden wir uns jetzt aber gleich dem Buch widmen. Und schnapp! Ich hab's! Ich kann's einfach nicht glauben! Glaub es lieber und beeil dich! Sie kommen jeden Augenblick zurück! Hallo! Ja, Hauptsache schön offiziell erstmal zur Seite drehen und all sowas. Ja. Gib ihm einen Stein an den Kopf! Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Würde ich nicht unbedingt behaupten. Was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten. Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Schnell, hier entlang. Wachen. Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Entkomme aus der Universität. Ja, Momentchen. Komme gleich. Erst nochmal in die Gassen reingucken. Und hier. Wegen, nichts. Geröll und so. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Okay. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Wie konnten wir nur so sehr die Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf okay. Dein Zeichen. Drücke Q, wenn das Symbol angezeigt wird, um Roderick zu bitten, einen Gegner leise auszuschalten. Ja, I choose you, Roderick. Machst du das, Roderick? Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Kann ich verstehen bei solchen Leuten. Krasse Schilder haben die. Gut, das reicht, ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Hatte ich eigentlich... Ah, das hatte ich letzte Folge noch vergessen. Fermentation des Suds aus mehr als 50 pflanzlichen, mineralischen und tierischen Zutaten dauert länger als ein Jahr, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Was ist das denn? Wird dagegen das große Böse angewendet, scheint er die Entwicklung der Pestbeulen zu beschleunigen, sodass die Infektion nach dem Einschnitt beseitigt wird. Was? Okay. Ja, Brain und so. So, was ist jetzt mit dem... Ach, hier. Okay. Steinchen. Ups. Was soll der Lärm? Der ist für dich. Du bist erledigt. Ja. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Dankeschön.
So, haben hier wir hier Stoff? Nein. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Alter, mega gut. Lesebrille, eine alte. Alter, die sieht voll gut aus. Ich stehe auf sowas. Nachdem jahrhundertelang gerätselt wurde, wie unser Auge funktioniert, kam es vermehrt zu wichtigen Erkenntnissen. Zunächst ging man davon aus, dass unser Auge Strahlen aussendet. Ja, okay. Piu! Und Objekte um uns herum sichtbar macht. Doch schon bald fand man heraus, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mit der Zeit entwickelten sich Lösungen für Sehschwächen. Kommt nicht drauf. Piu! Ach ja. Ein gutes Beispiel ist die Erfindung von ersten Brillen, die Weitsichtigkeit lindern konnten. Ja, und irgendwann dann halt Kurzsichtigkeit, ne? Würde ich jetzt mal. Ja. Okay, ich fand ihn schön. Toll, drum herum gehen. Geh mal bitte aus dem Weg, dankeschön. Hallo. Ich hasse es, hier rumzuschweigen. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Na gut, ausprobieren. Du wirst bezahlen. Perfekt. Das hat gut funktioniert. Schön. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Nee, ich auch nicht unbedingt. Ach, überall nur Seil. Leute, habt doch mal ein bisschen Stoff dabei. Nein. Ach, Salpeter, selbst Salpeter habe ich voll mit 22 Stück. Weicher Punkt. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Danke. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Nicht gut. Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten, das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten, der Schild. Hä, der Typ ist doch gerade rein. Ratten, Rodrik. Sind die Ratten jetzt an ihm vorbei, oder was? In der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Now Keys. Ein Versuch ist es wert. Extinguis. Da habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Das Feuer zielen. Feuer Vekkus. Das Feuer. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Gefällt mir. Mahlzeit, Leute. Mahlzeit. Was brauche ich denn dafür? Für diesen Extinguis? Ein Stein, Salpeter und dieses Gewächsding. Okay. Danke. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Wenn ich denen die Finger kriege. Ja, kannst ja versuchen, ne? Mein Segen hast du, Brudi. Feuer aus. Ach, das ist ein Spielzeug, das gefällt mir.
Aber an für sich, schönes Gebäude, ein schöner Garten hier drin. Wird mir auch gefallen. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Erstmal. 6 von 22. Gibt's da nicht. Ich brauch 9. Die eigentlich sagen. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin gleich wieder da. Ich warte. Genau das habe ich gesucht. Feuer weg. So. Tut. Aber ernsthaft, kein... Wir haben hier keinen Stoff drin. Du wolltest mich doch veräppeln, ey. Ach, das gibt's doch nicht. Alles haben sie hier, wirklich alles, aber kein Stoff. Ich frage mich auch, wie zum Teufel haben sie den Wagen hier reinbekommen? Ich spring mal rüber hier. Kann ich hier nicht einfach rüber? Das wäre viel einfacher. Excuse me, just passing by. Ah, ich muss da ja gar nicht hin. Du kannst jetzt kommen. Los. Oh, nicht so nah, nicht so nah. Oho. Da drin? Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Ja. Sollten wir. Deswegen... Ich weiß nicht, wie gut die gucken. Deswegen würde ich ja theoretisch eigentlich einen versuchen wollen, dahin zu locken. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, dann hat... Das bringt nichts, dagegen zu gehen. Das funktioniert so nicht. Warum werde ich denn nur gesehen und er nicht? Scheiße, du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Dass sie nicht darüber gehen konnte. Ärgert mich alles. Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Ja. So, schön hier hinterbleiben. Was zur Hölle war das? So, jetzt geht er mal schön hin. Er hat dann natürlich auch nur Augen dafür und dann Feuer aus. So. Danke mitnehmen. Ein bisschen Salpeter. Alkohol habe ich immer noch voll. Obwohl es mein Lieblingsgetränk ist. So, im Grunde... Müsste ich das halt so machen? Geräusch.
Ja, geh mal hin. Das kam von da drüben, oder? Attacke! Lass ich mir nicht zweimal sagen. Der Junge ist mega praktisch. Noch. Sonst habe ich alles voll. Hier ist sonst auch nichts. Schön. Oh, ich mag es, wenn man Fortschritte macht. Müssen wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Gehen wir. Ah, oh, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Tun. Mir nach und pass auf dein Hochraum. Wir sind hier. Kümmer dich nicht um sie. Nee, garantiert nicht. Ich muss ab und zu links und rechts gucken, falls da noch ein bisschen Stoff rumliegt, was ihn nicht brennt. Komm schon, komm schon. Hörst du mich? Verschlossen. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was tust du da? Öffne sie. Rodrik, oh, Junge, Alter. Auf! Wir sind fast da! Oh! Scheiße! Nach links! Ah. Komm! Hier lang! Akt 11. Am Leben. Schon fast an der Haustür. Oh, die sind ja zurück. Amicia! Adlerauge Hugo. Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht. Riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik. Aber psst. Oh, das Sanguines Itinera. Was steht in dem Buch? Das... Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen! Wieso wundert mich das nicht? Verdient. Du auch. Komme! Ich wollte gerade sagen, geht damit doch rein zum Lesen. Drei Wochen später. Dezember 1348. Nein, nein, nein! Hä? Verflucht! Quack. Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Quack. Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Wo zum Teufel? Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Tage treten, wir sehen oder? Alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. Wollen wir es hoffen. Aber wenn nicht... Ach, da oben... Pems. Krieg ich hier auch neue Steine? Oh, ich wollte gerade sagen. Schön. Ach, das gefällt mir alles. Einfach unseren eigenen Schmied. Was ist hier? Du. Gut.
Hier wird noch schön Wäsche gewaschen. Leder. Meins. Braucht der Schmied nicht. Seil habe ich voll. Ansonsten liegt hier auch sonst nichts weiter rum. Ja, mach mal auf da. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Wow. Na also. Die Tür habt ihr in 3 Wochen nicht aufbekommen. Und er kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte. Spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Aber... Möchte da rein? Möchte hier rein, nicht da lang. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, so eine Werkbank. Der Innenhof. Eine Abkürzung. Nice. Werkbank. Immer noch 2 Stoffe. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. 2-mal Stoff. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Moment. Ja, Folge Rodrik. Gleich. Ich guck doch erst einmal kurz in den Ecken. Da hinten habe ich schon was auf der Bank liegen sehen. Hier kann ich nochmal kurz rein. Oh. Ach, ist das nicht der Haupteingang, wo wir damals reingekommen sind? Ja, genau. In der Zwischenzeit hat sich hier wieder was hingelegt. Von alleine, selbstverständlich. Sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Alter. Das Loch war vorher aber nicht so tief. Was haben die denn bitte schon mit dem Loch gemacht? Immer auf der Suche nach Blut. Hätte irgendwie unser Hauswappen hingehangen. So, was hast du denn? Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hierbleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein. Oh nein. Ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Bin noch unterwegs. Ich bin hier, Lukas. Schnell! Hugo, bitte. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Okay. Amicia, Lukas! Zurück dahin, wo alles anfing. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Du hast ihn gefunden. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Was? So drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice de Roux. Mutter lebt? Wie? Sie lebt! Und sie wurde komplett. Du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest. Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie
Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er befragt sie. Folter. Ständig. Sie foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Ah! Oh nein! Hugo! Hugo! Ah! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt. Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Ach, Mann. Aber wie hat die das überlebt? Ich meine, das Schwert ging ja durch sie und durch die Tür durch. Akt 12. Alles, was bleibt. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du dann nur so ruhig bleiben? Dann gehen wir halt außen rum. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Würde ich wahrscheinlich aus taktischen Gründen auch so machen. Gerade da zu bleiben, wo die Leute, nicht runterfallen, also die Kinder bloß nicht runterfallen. Aufgewachsen sind, zu Hause sind. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Ratten-Beyblade oder was? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Vielleicht eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Also ich habe da so meine Zweifel. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Ich will jetzt ausprobieren. Ja gut, da ist halt nichts. Außer ein Loch. Ja gut, Versuch war es wie gesagt wert. Aber ich kann ja jetzt nicht anfangen, jedes Loch auszuradieren. Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Ja, stimmt. Geholfen haben sie uns wirklich. Ob die Ratten eventuell ein Bewusstsein dafür haben? Wer wir sind und was wir vorhaben? Sie sind hier nicht willkommen. Das werden sie spüren. Na gut, ne? Also... Das ist mein Zuhause! Hört ihr mich? Mein Zuhause! Ich glaube, das interessiert die Ratten nicht, was du... sagst. Hallo? Weiter geht's, Lukas.
mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Das Ignifar wollte ich haben. Welche Stöcker? Da, eine Tür. Natürlich, das konnte ich gut sehen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Ach da. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Toll. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, mache ich gleich. Würde da aber gerne rein. Und da habe ich doch noch was leuchten sehen. Ach, das Fenster ist zu. Ich dachte, da kann ich rein. So, schön tief reinwerfen. Mutters Rohrfeder. Hier hat sie all ihre Briefe geschrieben, bevor sie sie per Brieftaube losgeschickt hat. Ich kann sie nicht hier lassen. Sie hing sehr an ihr. Es hätte sie gefreut, dass du sie aufbewahrst. Das hat sich doch mal gelohnt. Die Frage, habe ich da jetzt was übersehen? Ach, die Fenster sind alle zu. Ich dachte, dass da noch eine Feuerstelle drin ist. Da links ums Eck. Aber das sieht nicht so aus. Jetzt hätte ich mich da drin noch ein bisschen näher umgesehen. Warte, was? Ich versuche das jetzt einfach. Leute, ich würde gerne eine... So. Oh, da ist ja wirklich was. Nein. Ich hatte anscheinend mit den... mit der ersten Bombe nicht alles erwischt. Mal gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Denn, Leute, ich hab zu wenig Salpeter. Kacke. ja, gut. Habe ich jetzt natürlich auch Schwefel und alles. Ach, Mann. So, wie mache ich das jetzt? Ich muss wahrscheinlich hier runter. Oh, geh mal schon. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? So, jetzt gehe ich nämlich hier hin. System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Danke. Guten Tag. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Hoppala. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Die Ratten! Hallo? Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Ich kann die nicht Lampe so? Über dir ausmachen. Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Er hat zu doof, dass... Ich kann die Lampe ausmachen. Kein Problem. Muss ich auch. Essen passen. Hier. Der gehört euch.
Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Hey, bist du noch da? Nee. Antworte. Da ist noch einer. Ach, 18 brauche ich ja. Hallo? Na? Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Ich sag mal so, die Chancen auf Überleben sind für dich gerade nicht so pralle, ne? Also. So, wir werden hier erstmal das Licht anmachen. Jetzt. Ja, leider für dich, das Licht ausmachen. Hi. Er war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Was haben wir da alles liegen? Habe ich eventuell ein paar Stöcker hier oder so? Ich würde ja gerne ran, aber ich möchte nicht schon wieder Salpeter dafür verschwenden. Ja, lass die Sachen einfach da liegen. Ja, der Looter-Typ lässt Sachen liegen. Vorerst. Lieber Salpeter. Peter. 16. Und? 18. Och, es ist endlich soweit. Jawohl. Das sollte mir die Sache erleichtern. Genau, denn jetzt brauche ich keine Werkzeuge mehr. Schön. Kann ich nämlich jetzt auch die Munitionstasche aufwerten. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ach, ist das schön. Jetzt kann ich mir natürlich nur diese Sachen nicht mehr machen, aber das ist nicht so schlimm. Denn hier ist jetzt sowieso die Folge erstmal vorbei. Ich bedanke mich. Ja, nimm doch mal die. Komm, so. Hell ist jetzt auch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.